Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Gilde Gaukler, Gruften und ein Wirt. Wir haben immer noch unsere 7 Aktionspunkte. Und oh, das ist ja nicht zu fassen. Ich kann Bürger werden. Ja, das mache ich als erstes, als allererstes. Die 500 Gulden gebe ich gerne aus. Ah nee, Dukaten. Wir sind ja Dukaten, nicht Gulden. Bürgerrecht erwerben. Wollt ihr für 500 Dukaten das Bürgerrecht der Stadt Augsburg erwerben? Ihr werdet benachrichtigt, ob euer Anliegen das Wohlwollen der Ratsherren genießt. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Dann können wir uns unter Umständen auch auf Ämter bewerben, wobei so besonders beliebt werden wir nicht sein. Nicht wirklich. Aber wir sind dann zumindest schon mal Bürger. Wir haben die theoretische Möglichkeit, uns an der Bürgerschaft zu beteiligen. Ist doch ein schöner Anfang. Ah. Nachtwächter Frankbert Schlons ermahnt euch mit ernster Miene. Geehrter Frank Level Up, ich warne euch. Kommt dem Hause Schlons nicht in die Quere, sonst werdet ihr es mit gleicher Münze heimgezahlt bekommen. Ich weiß noch nicht mal, wer du bist. Nachtwächter. Ah, ich habe eine Fehde. Das ist ja süß. Aber ich kann noch nicht viel machen. Mir fehlt weder... Oder ich habe weder die finanziellen Mittel noch die Möglichkeiten im Moment. In der Mangelung von Ämtern einfach. Aber ich kann schon mal meine Mitarbeiter ein bisschen peitschen. Ne? Damit die mit nie dagewesenem Eifer weiterarbeiten. Eine Hochzeit findet statt. Ja, es ist nicht meine und ich bin noch nicht eingeladen, dann ist mir das egal. Oh, ich bin Bürger. Herzlichen Glückwunsch. Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft. Bürger. Ja, damit darf ich mich um Amt und Würden bewerben. Aber, wie gesagt, im Moment macht das noch nicht viel Sinn. Allerdings können wir den Barden besuchen. Mal gucken, was er diesmal hat. Das letzte Gedicht war ja nicht so toll. Drüben geht die Sonne scheiden und der müde Tag entschlief. Niederhangen hier die Weiden in den Teich so still und tief. Und ich muss mein Liebstes meiden. Quill, o Träne, quill hervor. Traurig säuseln hier die Weiden und im Winde bebt das Rohr. In mein stilles, tiefes Leiden strahlst du ferne, hell und mild. Wie durch Binsen hier und Weiden strahlt des Abendsternes Bild. Auf dem Teich, dem regungslosen, weit des Mondes holder Glanz, flechtend seine bleichen Rosen in des Schiffes grünen Kranz. Weinend muss mein Blick sich senken, durch die finstere Seele geht, mir ein süßes... Was? Mir ein süßes Dein Gedenke, wie ein stilles Nachtgebet. Nach dem Vortrag fühle ich mich zufrieden. Ja, das war aber auch ein schönes Gedicht. Also nicht so schön wie das allererste überhaupt in Folge 1, aber war ein schöner Anfang. So. Mit den Aktionspunkten kann ich noch nicht sehr viel machen. Weiterbildung müsste erst nächstes Jahr gehen. Nee, erst in 2 Jahren sogar. Und, oh, okay, dann machen wir verhandeln. Denn dafür hätte ich einen mehr gebraucht, ne? Achso, kann ich jetzt nicht sehen. Okay. Man spielt euch übel mit. Ja, ich bin eine Gefahr für die Menschheit. Wie steht's denn um Augsburg? Ja, die Kriminalität steigt, ne? Ist klar. Oh, es gibt auch viele Obdachlose. 27% der Einwohner nächtigen auf den Straßen. Da könnte der Bürgermeister aber mal was machen. Es gibt doch einen Bürgermeister, oder? Ja, aber es gibt keinen... Doch, es gibt auch einen Baumeister. Ja, Mädels, haut mal rein. Habe ich neue Rechte, Privilegien? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja erst Bürger. Als Bürger braucht man keine Privilegien.
8 Weingeist und 5 Dünnbier. Ich glaube, ich kann die Produktion mal wieder umstellen. Komplett auf Dünnbiere. Auf das Kellerstubenbier. Was haben wir da? Oh, einen seltsamen Duft an Fechtmeister Last Moss, der eine tiefe Abneigung gegen den Träger in euch weckt. Ja, das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das die Wirkung von der Blume der Zwietracht. Wo ist sie? Ausdauertrank. Blume der Zwietracht. Träufelt ihr ein wenig dieses Wässerchens unbemerkt auf die Kleidung von zwei Personen, so werden sich diese im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen können. Sehr hinterhältig. Oh. Ja. Ja, ich weiß, wir sind in der Feder, aber ich möchte mich trotzdem nicht mit dir kloppen. Was ich aber mal gucken kann, es gibt Schutzkreuze. Dann können wir direkt mal eins mitnehmen. Und uns gegen das widerliche Pamphlet schützen. So. Und dann reißen die frommen Marktleute nämlich die Pamphlete wieder ab. Dann brauchen wir uns die Aktionspunkte dafür. Die können wir uns dann sparen. Ja, es ist noch relativ früh, also es passiert noch nicht so viel. Und ich vermute mal, das wird sich noch ein Weilchen so halten, zumindest bis das Gebäude aufgewertet wurde. Hm, 11 Dünnbiere, da kann man nichts sagen. Die, da packen wir mal vorsichtshalber 9 von wieder weg. Hm. Wir haben keine Körnermahlzeiten mehr, aber irgendwas müssen wir den Leuten ja bieten. Ihr würdet ja auch ungern in so eine Schenke gehen und da gibt es nichts. So. Ich habe Gewinn gemacht? Womit habe ich denn Gewinn gemacht? Ich habe doch gar nichts verkauft. Ach so, wahrscheinlich das, was in meinem Wirtshaus dann automatisch zum Jahresende oder Anfang verkauft wird. Oh. Sind mit dem Angebot zufrieden? Das ist okay. Ja, ich könnte mich als Nachtwächter bewerben, aber ja, vor allem hier der Gardist ist also für den Nachtwächter der Entscheider und maßgeblich entscheidet der Entscheider sich immer für denjenigen, den er am besten leiden kann. Ja, aber jemand, der uns abgrundtief hasst, wird uns wohl kaum zum Nachtwächter machen. So, 4 Weingeist haben wir noch. Wenn ich das richtig sehe, müsste ich nächstes Jahr meinen neuen Lehrling aufwerten können, ne? Ja, zum Gesellen. Aber ihr könnt schon mal eine Prämie bekommen, dann seid ihr wieder besser gelaunt. Heute machen wir das nämlich umgekehrt. Ihr bekommt erst eine Prämie und werdet dann ausgepeitscht. Letztes Jahr war es andersrum. Zwölf Dünnbiere, da stehen wir eigentlich ganz gut mit da. Nein, ich will mich immer noch nicht mit dir kloppen, Mensch. Such dir jemand anderen. Man spielt euch übel. Schon wieder? Ja. Ja, ich hab's gerade noch gesehen. Ich hab es gerade gesehen. Ihr könnt mal Körnermahlzeiten machen. Die werden sowieso mal wieder gebraucht. So. Die Wagen kann ich schon mal zum Markt schicken. Der Preis ist noch nicht so, dass ich sage, wey, der macht mich glücklich. Lang lebe der Papst. Buhu. Martinus der Fünfte ist tot. Tja. Oh, der Preis sinkt. Das macht mich aber sehr unglücklich. Na gut, dann müssen wir uns in Geduld üben. Und darauf warten, dass der Preis wieder steigt. Ich kann nur hoffen, dass uns bis dahin nicht die Gerste ausgeht. Obwohl, ich könnte ja theoretisch auch noch mal ein bisschen Gerste nachkaufen. Es ist ja nicht so, dass ich gänzlich pleite wäre. So. Auf zur Schenke. Was haben wir da?
Ich bekomme eine Steuernachzahlung. Ja, das gab es wahrscheinlich auch nur im Mittelalter. Oder hat von euch heute schon mal jemand eine Steuernachzahlung bekommen? Ach, sieh an. Die Familie Schlons will sich mit uns vertragen. Na dann. Der Preis hier der Dünnbiere, der sinkt immer noch. Habe ich natürlich gerade das Verkaufsfenster verpasst. Aber gut. Ich kann aber schon mal den Wagen direkt wieder zum Marktplatz schicken. Weil was soll er jetzt hier rumstehen? Die Körnermahlzeiten will ich, wenn überhaupt, in meiner Kellerstube verkaufen. Man spielt euch übel mit. Ja, ja. Nee, also unter 500 verkaufe ich meine dünnen Biere nicht. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Jetzt haben wir aber mal wieder 13 Körnermahlzeiten. Das heißt, ich könnte eigentlich auch mal wieder Weingeist produzieren lassen. Denn meine Gäste werden jetzt zumindest nicht verhungern. Ja, der Preis steigt langsam wieder. Jetzt haben wir schon 407 für Dünnbiere. Aber eben auch schon 21 Uhr, der Tag ist fast rum. Man spielt euch übel mit. Ja. Dann hoffen wir mal, dass der Tag morgen finanziell besser läuft. 11 Aktionspunkte. Da muss man doch irgendwas mitmachen können. Also 4 muss ich einplanen. Das geht nicht. Also machen wir wieder verhandeln. Denn 4 Aktionspunkte brauche ich gleich für die Weiterbildung im nächsten Beruf. Gibt es eigentlich Parfümeure, Diebe, Schmiede, Steinmetze und Stadtprediger? Na gut. Preis ist nochmal ein bisschen gestiegen von den dünnen Bieren auf 446, jetzt auf 464. Ja, ich warte noch bis 500, da geht noch was. Da geht noch was. Ihr dürft einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleiher zu erlangen. Ja, wo auch sonst soll man Bankgeschäfte besser lernen als in der Schweiz? Och nein, schon am Morgen fühlt ihr euch erschöpft und elend, doch haltet ihr dieses auf eine kurze Nacht. Hattet ihr dies auf eine kurze Nacht, wie sie bei euch des Öfteren vorkommt, geschoben. Nun aber bemerkt ihr Schweißperlen, die von eurer Stirn herablaufen. Ihr seid wohl doch von einer Krankheit befallen. Was habe ich denn? Vergesslichkeit. Oha. Ich könnte natürlich den Medikus aufsuchen. Aber der will 2 Aktionspunkte. Nö, dann geht's mir wunderbar. Nö. Ich werde mich schon irgendwann wieder von selber erinnern. Jetzt sind wir 494, das ist okay. Das sind annähernd 500. Wir können jetzt natürlich warten, bis wir über die 500 drüber sind. Aber ich will ja hier keine Korinthen kacken. Oh, und Gerste wird weniger. Gerste wird weniger. Oha. Da kommen wir wieder in Engpässe. Ja, cool. Und jetzt kann ich auch endlich meine Schankstube erstmal renovieren, weil die Renovierung auf der Gebäudestufe billiger ist. Und dann aufwerten. Und jetzt bin ich wieder fast pleite. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Geldwechsler. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Wechselstube, gezeichnet der Eidgenössische Geldleiherverbund. So, macht man den einen Weingeist noch fertig. Und dann geht's wieder los mit dünnen Bieren. Ich sehe auch gerade, ich hätte tatsächlich noch ein paar Minuten warten können mit dem Verkaufen. Jetzt sind wir auf 531. Na gut. Ist halt Pech. Achso, ich wollte jetzt eigentlich nochmal den Wagen zum Markt schicken, obwohl das mache ich auf jeden Fall mal, dass einfach mal einer am Markt steht. Aber Gerste kann ich jetzt im Moment sowieso nicht holen, einfach weil meine Barschaft nicht ausreicht. Aber dafür ist jetzt die Kellerstube langsam auf dem Weg, eine, was kommt nach der Schenke? Auf jeden Fall eine größere Schenke zu werden.
Das ist auch schon mal viel wert. Und jetzt können wir nur hoffen, dass wir jetzt heute Abend noch mal richtig Full House kriegen. Super. Als ihr zum Zwecke einer Inspektion eure Schenk-Kellerstube aufsucht, stößt euch ein unachtsamer Angestellter aus Versehen den Reisigbesen ins Gesicht. Weil ein Zweig genau eines eurer Augen trifft, seid ihr nun für einige Zeit halbseitig erblindet. Und ich wette mit euch, das war der Henning, unser Azubi. Genau, der wollte sich bemerkbar machen, dass ich ihn befördere. Blöder Henning. So. Wie gesagt, ich hoffe jetzt heute Abend nochmal auf volle Hütte. Damit wir hier nochmal Geld bekommen. Sonst könnte das nämlich jetzt mit der Umsatzsteuer ein bisschen knapp werden. Aber ich möchte auch keinen Kredit aufnehmen. Zumal ich habe ja auch noch das Lager gut gefüllt. Also, da sollte es keine Schwierigkeiten oder Hindernisse geben. Und jetzt als Bürger darf ich auch weiter ins Minus gehen. Als Bürger darf ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf minus 1000 gehen. Wir werden jetzt herausfinden, ob ich über minus 500 gehen darf. Ja, es ist halt die Umsatzsteuer, ne? Die hat halt jetzt so ein bisschen... Und halt, ja, Kirchenzehen kommt ja dann auch nochmal dazu und gut, Personalkosten. Aber die halten sich ja in überschaubaren Grenzen. Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. Ja, okay. War ja genug da. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie... Ne? Oh, ich bekomme noch ein Kind. So langsam wird aber hier volle Hütte. Noch eine Tochter. Nee, nicht die. Nee, Lena geht gar nicht. Das erinnert so an Lena Meyer-Landrut. Die Frau, die leider immer noch lebt. Warum konnten... Naja. Wie möchte ich meine Tochter denn nennen? Ich weiß wie. Das passt auch so richtig schön in das Alter, in das Zeitalter. Chantal mit 2 L. Ne? Und Chantal, die wird später Puffbesitzerin. So. Also nur vielleicht zur Aufklärung, es gibt hier keine Bordelle, auch wenn ich das schon mehrmals erwähnt habe. Es gibt hier keine Bordelle, auch keinen Beruf. Der Beruf, der den am nächsten kommen würde, wäre der Gaukler. Aber da gibt es auch keine Dienstleistung dieser Art. Aber Chantal... Ne, die, meine Tochter, die werde ich jetzt dazu ausbilden dann, dass die sich hier vor der Kellerstube aufhält, ne, und die Leute reinzieht. In die Kellerstube. Und dabei fällt mir ein, ich kann, glaube ich, hier dem Tinnef, dem kann ich eine Berufsausbildung spendieren. Die kostet doch nur 130 pro Jahr. Ja, dann, ich dachte eigentlich, die wäre deutlich teurer. Aber die Ausbildungskosten berechnen sich auch immer am eigenen Vermögen. Was möchte ich denn, dass Tinnef mal macht später? Ich glaube, Tinnef möchte später... Tinnefs größter Wunsch ist es, Dieb zu werden. Man spielt euch übel mit. So. Da bin ich mir ganz sicher, Tinnef möchte Dieb werden. Ist ja auch eine gute Mischung, ne? Papa hat eine Schenke, Sohnemann hat einen Unterschlupf als Dieb. Ich wollte auch gerade mal schauen. Euch übel mit. Das Gebäude ist jetzt zur Hälfte aufgewertet. Komm, noch ein Bier. So. Dann haben wir 10 Bier und 13 Körnermahlzeiten. Dann können wir eigentlich mal... Lassen wir mal 3 Körnermahlzeiten zurück. Und dann fahre ich zum Marktplatz. Und dann wird verkloppt. Dann wird verkloppt, was das Zeug hält. Preis steigt auch langsam. Ich weiß ja nicht, vielleicht sollte ich diesmal...
Ich bin etwas unschlüssig. Also ich könnte jetzt natürlich darauf spekulieren, so wie eben, dass der Preis noch höher steigt. Oder ich gebe mich mit den 480 zufrieden. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Okay, meine Aufmerksamkeit wird erstmal woanders gebraucht. So. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich warte mal noch. Ich... 497 sind wir jetzt. Ach komm, weg damit. Was soll der Geiz? Die paar Dukaten, die machen den Kohl jetzt auch nicht fit. Und es gibt Gerste. Es gibt Gerste, das macht mich sehr glücklich. Da nehmen wir auch direkt welche von mit. Direkt auch mehr als... Okay. Eigentlich gebraucht. Haben wir wieder ein kleines Polster. 4000 Dukaten. Ein Brand ist in unserer Stadt ausgebrochen. Wehe. Ich will hier nicht sowas hören wie eines eurer Gebäude wurde vom Brand erfasst. Lager habe ich auch schon komplett ausgebaut. Von der Kapazität her. Ja, ja, genau. Also mehr geht da einfach nicht. Gepriesen, die Feuersbrunst konnte gebannt werden. Mögen wir zukünftig vom Feuer verschont bleiben. Aber wie man sieht, ich hätte warten sollen mit dem Verkaufen. Nur jetzt sind wir bei 518, aber hey. Das sind 400 Dukaten, die uns da durch die Lappen gegangen sind. Ich glaube, das können wir verkraften. 11 Weingeister. Ein von euch bin... Ja, das Schutzkreuz hat seine Wirkung verloren. Gegenstände halten ja auch nicht ewig. Die halten ja immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Beim Schutzkreuz sind es, wenn ich mich nicht irre, 2 Jahre. Wir könnten mal ein bisschen über den Markt flanieren. Und uns mal ein bisschen umschauen hier. Es ist ja wirklich eine schöne Engine, ne? Also es ist ja wirklich schön gemacht. Und wenn man daran denkt, dass dann die Gilde 2 auch nochmal komplett in 3D umgesetzt wurde und auch nochmal von der Grafik her ein bisschen schöner ist, es ist ja wirklich ein schönes Spiel. Es lädt auch wirklich dazu ein, sich ein bisschen umzugucken. Da wird jemand verprügelt, ne? Hier dieses Symbol über dem Haus bedeutet, der Besitzer des Hauses wird soll verprügelt werden. Hier genauso. Und da haben wir ein Wachhaus. Ja, ja. Die Bullerei. Das Vagabundenlager und der Terras Rum. Das hier ist übrigens ein Diebesunterschlupf. Ich könnte eigentlich... Mal überlegen. Theoretisch kann ich... Ich kann sogar selber eine Wechselstube bauen, aber es gibt keinen Bauplatz mehr. Ja. Das ist halt das Problem in Dresden, in Augsburg. Es gibt halt nur sehr, sehr wenige Bauplätze. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und jemandem anbieten, das Gebäude zu kaufen. Aber das wird natürlich keiner machen. Mal gucken, Astrid, vielleicht... Achso. Boah, 12.000 wert. Kann ich denn vielleicht noch eine Schenke bauen? Auch nicht, oder? Da wird auch kein Platz für sein. Und nicht das Geld. Okay. Na gut. Dann warten wir einfach mal in der Kellerstube. Einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Freiherr. Ja, warum wollt ihr euch immer alle mit mir kloppen? Habt ihr keine Familie oder Frauen oder Männer, die ihr verkloppen könnt? Ist ja voll schlimm. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Freifrau. Oh, oh, oh. Der Barde ist da. Ja, natürlich. Ich liebe Gedichte. Die Wintersonne strahlet hell, die Welt zeigt sich im weißen Kleid. Der Herbst verging noch nie so schnell, jetzt macht sich Frost und Kälte breit.
Bäche und Seen frieren zu, es schlummern Blumen, Gras und Klee. Mutter Natur legt sich zur Ruh, gebettet unter weißem Schnee. Doch fünf Gestalten treten leise aus dem dichten Waldesrand und zerstören auf diese Weise jenes prächtige Schlafgewand. Drei gehüllt in dicke Wolle, zwei mit Klingen in der Hand, geblendet durch die wundervolle Funkelpracht im Winterland. Seid ihr bereit? Hört man den Führer jener Gruppe nun. Es ist's wohl Zeit, erwidert die, in deren rechten Waffen ruhen. So denn seid euch noch mal im Klaren, dass jetzt der Tod euch kann ereilen. Doch wollt die Ehr ihr euch bewahren, müsst ihr Gefahr wohl dennoch teilen. Das ist aber ein langes Gedicht. Das ist mir jetzt zu lang. Ich habe jetzt auch keine Lust, das komplett vorzulesen. Denn die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und wie jetzt unser neuer... Was ist es denn jetzt überhaupt? Die Schenke, wie denn unsere Schenke aussieht, jetzt nach dem Umbau, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann.